Türchen vom Booktuber Adventskalender. Ich bin das 8. Türchen. Und das Wetter passt nicht ganz so zu Weihnachten oder Advent. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Es könnte Sommer sein. Es ist ziemlich warm. Kein Schnee liegt draußen, also es passt einfach nicht zur Adventszeit. Passt einfach nicht. Aber trotzdem wollen wir euch eine Freude machen zur Weihnachtszeit. Und deswegen habe ich mir trotzdem meine Weihnachtsmütze aufgesetzt. Einfach so zur Stimmung. Und auch bei mir gibt es heute etwas zu gewinnen. Aber nicht nur eine Sache, nicht nur zwei Sachen, sondern gleich drei Sachen. Nämlich es gibt bei mir drei Blind Dates zu gewinnen. Ihr könnt drei Bücher gewinnen. Ich verlose drei Bücher an drei verschiedene Personen. Und ich verrate nicht, um welche Bücher es sich handeln wird, weil ich das irgendwie spannender finde. Ich werde euch den Klappentext vorlesen und euch einen kleinen Ausschnitt vom Cover einblenden, während ich den Klappentext vorlese, dass ihr nicht ganz so blind an die Sache herangehen müsst oder nicht ganz blind bei dem Gewinnspiel teilnehmen könnt oder nicht so blind rangeht. Es sind drei geniale Bücher, drei Thriller, die ich alle drei aber noch nicht gelesen habe, aber ich die alle drei selber hier stehen habe und mit dem Gewinner kann ich sie dann auch gerne gemeinsam lesen. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und bitte stört euch nicht an der Überbelichtung, es ist einfach viel zu hell. Ich beginne jetzt einfach und ein großer Dank geht an Niki von Niki Paul aus Bücherwelt für die geniale Idee mit dem Gewinnspielkalender. So einen Kalender gab es bisher noch nicht. Es gab zwar immer wieder Gewinnspiele, aber einen reinen Gewinnspielkalender gab es noch nicht. Und es haben sich 23 Booktuber gefunden, die bereit sind, ein Gewinnspiel zu machen. Und ich finde das so klasse, eine so coole Idee. Und ja, ich bin, wie gesagt, Türchen 8 und ich beginne jetzt mit den drei Büchern. Das erste Buch, das ihr gewinnen könnt, ist ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren. Wer mich verfolgt, der wird das bestimmt jetzt schon wissen, welches Buch das sein oder welcher Autor das sein wird. Und ich habe das Buch doppelt hier, weil ich es mir als Hardcover bestellt habe bei eBay oder bei eBay ersteigert habe als Hardcover. Ich verlose an euch die Taschenbuchausgabe. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen von dem Autor. Ich habe von dem Autor bisher aber auch nur zwei Bücher gelesen. Über mein Haupt. Aber ich habe die beiden Bücher einfach nur geliebt. Also die waren einfach nur genial. Und jetzt lese ich euch den Klappentext vor und blende euch mittendrin aber das Cover ein. Was wäre wenn? Was wäre, wenn wir die schlimmsten Ereignisse unseres Lebens für immer aus dem Gedächtnis löschen könnten? Und was, wenn etwas dabei schief ginge? ...... ist ein Meister des Wahns, sagt die Brigitte. Das ist das erste Blind-Date-Buch, das ihr gewinnen könnt. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann schreibt in die Kommentare Buch 1. Buch 2 ist der erste Teil einer Trilogie. Ich habe das Buch selber hier stehen. Ich habe das Buch auch extra gekauft für ein Gewinnspiel. Bisher, ich habe es schon mal verlost oder wollte schon mal verlosen. Habe schon mal beim Gewinnspiel dabei gehabt, aber das wollte dann irgendwie keiner. Was ich sehr schade fand, weil es sich sehr, sehr genial anhört. Und auch hier lese ich euch den Klapptext vor. Ein perverses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Täter, Polizei und Provilerin. Eine zerstückelte weibliche Leiche wird in einem kleinen Waldstück in der Nähe Lüneburgs gefunden. Der Fall wird an den Hamburger Kommissar übergeben. Den erinnert die Tat an den amerikanischen Serienkiller Ted Bundy. Kopiert der Mörder ein berüchtigtes Vorbild? Um diese Frage zu klären, erhält Unterstützung von der Provilerin. Dann meldet sich der Täter überraschend bei der Mordkommission. Er scheint die Polizei zu einem makabren Wettkampf herauszufordern. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei dem Täter um einen sogenannten Savant handelt. Einen Inselbegabten mit einem außergewöhnlichen Gehirn. Will er seine geistigen Kräfte messen oder geht es ihm um ein einzelnes Mitglied der Mordkommission? Ein nervenzerreißender Psychothriller. Ein atmosphärisch dichter Kriminalroman, stringent erzählt und mit glaubwürdigen Figuren. Ein Roman zudem, der die blutigen Seiten des Lebens und Sterbens wahrlich nicht verschweigt, sagt Volker Albers. Klingt sehr, sehr geil und wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, dann könnt ihr Buch 2 in die Kommentare schreiben.
Und das Buch 3 ist der zweite Teil einer Reihe, wobei man den nicht, oder wobei man den unabhängig von dem ersten Band lesen kann, um einen Kommissar. Ich habe bei dieser Reihe den ersten und den dritten Teil gelesen und die fand ich beide grandios, beide geniale Bücher. Und das ist der zweite Teil, ich habe mir den jetzt in Nürnberg beim Buchtürtreffen in der Originalausgabe von dem Originalverlag gekauft, weil ich die andere Ausgabe hatte, die etwas kleiner war als die Originalausgaben, und die habe ich mir jetzt gekauft und deswegen habe ich das jetzt, habe ich mir gedacht, ich packe das jetzt noch mit rein und verlose es an euch oder an jemanden, den es interessiert. Der Autor ist auch ein deutscher Autor, alles drei deutsche Autoren, und ich liebe seine Bücher und ich möchte mit diesem Buch jemand eine Freude machen, weil der Autor wirklich gut schreibt. Wie gesagt, das ist der zweite Teil. Und auch hier lese ich euch den Klappentext vor und blende euch einen Teil des Covers ein. Keiner tötet wie er. Er wird nicht ruhen, bis er sie hat, damit er endlich seinen Frieden findet. Der Kommissar hat schon einiges zu sehen bekommen im Laufe seiner Karriere. Als er aber eines Tages am Schauplatz eines neuen Mordfalls eintrifft, erfasst ihn das pure Entsetzen. Denn in einem dunklen Keller erblickt er eine junge Frau. Erstickt in einer Masse von getrocknetem Schaum, der sie wie ein monströser Sarkophag umgibt. Bald schon stößt auf einen vergangenen Fall, der erstaunliche Parallelen aufweist. Doch der damals identifizierte Täter gilt mittlerweile als tot. Ist es möglich, dass jemand sein wahrhaftes Treiben kopiert? Im Zuge seiner weiteren Ermittlungen bittet die Psychologin um Unterstützung, denn er ahnt, dass sein Gegner einer inneren Logik folgt, die er allein nicht zu entschlüsseln vermag, und dass das Morden noch lange kein Ende hat. Ein Thriller der Güteklasse A. Schreibt ideenreich und psychologisch ausgefeilt, schreibt Alex Dengler, denglerbuchkritik.de. Ein wahrhaftiger Page-Turner, absolut ohne Einschränkung zu empfehlen, sagt leserwelt.de. Wer dieses Buch gewinnen will, schreibt Buch 3 in die Kommentare. Das sind die drei Bücher, die ihr gewinnen könnt, und ich werde noch vielleicht, wenn ich es schaffe, noch ein paar Kleinigkeiten mit reinpacken, so irgendwas Lesezeichenmäßiges oder irgendwelche so Kleinigkeiten auf jeden Fall, damit ihr nicht nur die Bücher habt, sondern auch etwas Kleines mit drin habt, so etwas Kleines extra. Was müsst ihr tun, um bei diesem Gewinnspiel teilzunehmen? Ihr müsst kein Abonnent sein, also es ist ja keine Abonnentenpflicht oder Abonnierpflicht, wie auch immer. Ihr müsst das 18. Lebensjahr erreicht haben, oder ich brauche bei Gewinnfall eine Einverständniserklärung der Eltern. Ich gebe keine Garantie bei Verlust während auf dem Postweg, also falls das Paket irgendwo verloren geht. Der Gewinn ist nicht durch Geld oder Bargeld auszubezahlen. Und ihr müsst einen Wohnsitz in Deutschland haben oder eine Adresse in Deutschland, falls ihr aus Österreich kommt. Wenn ihr aus Österreich kommt, aber eine deutsche Adresse habt, dann könnt ihr gerne bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Wahrscheinlich alle Regeln, die auch das Gewinnspiel recht beinhaltet quasi. So, und ihr könnt euch natürlich für alle drei Bücher bewerben. Also wenn ihr wirklich alle drei Bücher gewinnen wollt, könnt ihr euch gerne für alle drei Bücher in die Kommentare schreiben. Also für alle drei bewerben, aber nur eines gewinnen. Jeder kann nur ein Buch gewinnen. Das ist Voraussetzung. Weil ich das unfair finde, wenn jetzt nur einer alle drei Bücher bekommt und dann anderen alle leer ausgehen. Deswegen mache ich gleich drei Gewinner. Und wie lange habt ihr Zeit? Ihr habt jetzt genau Zeit, 3 Tage. Das ist dann der 9., 10., der 11. Ihr habt Zeit bis zum 11. Dezember, dann werde ich auslosen und dann gehen die Gewinne raus, dass sie vielleicht noch bis zu Weihnachten bei euch ankommen. Das war's. 3 Bücher zu gewinnen. Ihr könnt euch für alle 3 bewerben, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann eben nicht. Und ich hoffe, es nehmen einige teil. Bei wem ihr das nächste Türchen findet, das verlinke ich euch in der Infobeschreibung, wo ihr das findet. Ich weiß nämlich gerade nicht auswendig. Ich verlinke euch die Person, die bei denen das nächste Türchen geöffnet wird, und in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel, viel Spaß mit den anderen Videos dieses Booktuber-Kalenders.
und bedanke mich jetzt schon mal bei Niki für diese geniale Idee und für alle, die bei dieser Aktion mitmachen mit dem Gewinnspiel. Einfach nur genial, einfach nur klasse. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auch total so sehr darauf, dabei zu sein. Dankeschön. Und ich verabschiede mich jetzt und sage tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.